Erklärt die Jedesto-Aufgaben, wenn man mit so Jedesto an bestimmte Formeln hingehen soll. Also F ist m mal a, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ich mache mindestens einen Buchstaben, mache ich fix. In dem Fall die Masse ist fix. Und dann schaue ich mir an, was ist mit der Kraft und der Beschleunigung. Jetzt, wenn ich die Kraft verdoppele, verdoppelt sich an dem da auch die Beschleunigung. Also ich habe hier bei dem Radl, die Masse ist fest. Und die Muskelkraft wird doppelt so groß, dann verdoppelt sich auch die Beschleunigung. So, und bisschen aufräumen, dann können wir das gleiche Spiel nochmal machen. Ja, jetzt mache ich mal was anderes fix. Jetzt mache ich die Beschleunigung fix. Also ich möchte eine bestimmte Beschleunigung. Jetzt, wenn sich die Masse verdoppelt, das ist zum Beispiel, wenn ich hier Packtaschen hinbaue. Also ich habe vorne und hinten viele Packtaschen und ich will die gleiche Beschleunigung wie vorher. Ja, doppelte Masse. Hier ist ein Zweier, dann muss ich auch die Kraft verdoppeln, also mit mehr Muskel. Und so geht immer je desto immer irgendwas fix machen. Moment, hier so ein bisschen alles aufräumen. Irgendwas fix machen und dann die anderen anschauen. Und jetzt mache ich das gleiche mit der nächsten Formel. Das ist jetzt hier, da die Beschleunigung ist Änderung der Geschwindigkeit durch die Zeit. Also ich ändere, jetzt mache ich mal Delta V fix, das heißt also von 0 Kilometer pro Stunde auf 30 Kilometer pro Stunde beschleunige ich. So, was ist, wenn ich jetzt die Zeit verdopple? Das ist jetzt unterm Bruch, dann muss ich bei der Gleichung hier den Faktor 1/2 machen. Also ich will von 0 nach 30 beschleunigen. Wenn ich mir die doppelte Zeit nehme, habe ich nur die halbe Beschleunigung. Oder andersrum. Aufräumen wieder so. Ja. Ja, jetzt mache ich, ja, machen wir nochmal das hier fix. Ich will die doppelte Beschleunigung. Ja, da muss hier auch so der Faktor 2 sein und der geht jetzt hier oben 2, dann brauche ich hier unten 1/2. Ja, also 2 mal a ist Delta V durch Delta T mal 1/2, weil es ein Doppelbruch. Wenn ich die durch 1/2 teile, ist das gleiche wie mal 2. Also heißt es, wenn V fix ist, wenn ich nur die Hälfte der Zeit brauche, habe ich die doppelte Beschleunigung. Und das ist eben mit Brüchen, ja? Also weil das Delta T eben Bruch unten ist. Ja? Je länger, desto kürzer die Beschleunigung. Und ja, eigentlich glaube ich, hat es jetzt jeder verstanden. Jetzt mache ich noch was anderes blau, weil es gerade so Spaß macht. Was haben wir denn hier? Jetzt mache ich mal die Zeit blau. Genau, so. Wenn ich jetzt, also Zeit ist fix, wenn ich jetzt die Beschleunigung verdoppele, dann verdoppelt sich das Delta V. Das heißt also, Zeit ist fix. Ich habe hier so 5 Sekunden. Bei doppelter Beschleunigung schaffe ich es eben nicht nur von 0 nach 10 Kilometer pro Stunde, sondern ich schaffe es von 0 nach 20 Kilometer pro Stunde. Ja, bei, ja. Und das eben typische, manchmal wird das gefragt, je desto, und ich mag es, wenn man sich so irgendein Beispiel vorstellt, anhand man das erklären kann.